Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir sind da mit einer neuen Folge Mods und Co. Und wir sind schon in Teil 15. Heute wird das Ganze stattfinden auf der Paradise Farms. So, da stehen wir. Die Frage wird jetzt kommen, warum findet das Ganze auf der Paradise Farm statt? Einfach nur, weil die Platz hat. Weil eine Karte ist heute gar nicht da. Heute sind wir bei Mods. So simpel ist es. Und hier seht ihr auch schon das Erste. Wir haben hier einen Tier-Trailer. Der LKW ist also nicht das Neue, sondern tatsächlich der freundliche kleine Trailer hier. Ne? Ein schöner kleiner Tiertransporter. Sieht sehr gut gemacht aus. Und hier hätten sogar ne, die kleine Rampe zum Runterlassen. Ich weiß gar nicht, ob man die Rampe runterlassen kann. Ich glaube, das ist nur optisch so, das Feature. Ich guck mal kurz. Doch, Open Door, da hat es ja auch. Da gucken wir mal. Aha, der macht dann hinten einfach nur die Tür auf. Das ist zum Reingucken und eine Rampe runterlassen. Ich glaube, die Funktion an sich gibt es nicht, aber es ist so schon mal eine optische Geschichte. Und das sieht auch schon mal witzig aus. Also sehr schöne Geschichte, lässt sich somit fahren. Ich habe jetzt noch keine Tiere drin transportiert, muss ich zugestehen. Ich habe ihn also nur mal hier optisch hingestellt, dass ihr mal seht, der ist jetzt auch am Start. Ja, am Anfang wieder der Hinweis, es gab wohl ein paar Komplikationen. Einige haben es vielleicht nicht ganz so mitgekriegt. Die Angaben, die ich mache, wenn ihr ne, auf die Seite von Forbidden Mods auf die Filebase geht, da findet man einige von den, oder die meisten, sag ich mal so. Und ich habe auch die letzten Male meistens gesagt, die meisten von den Mods. Einige Karten sind da nicht unbedingt zu finden, aber wie gesagt, da gibt es halt immer noch die Suchmaschine eurer Wahl. Da gebt ihr einfach LS19 ein und den Namen der Karte. Und dann guckt ihr möglichst, dass ihr die Seite mit dem Download erwischt, wo ihr seht, dass derjenige, meistens steht der Ersteller der Karte ja dabei, dass ihr dementsprechend dann die Seite erwischt, wo der Ersteller selber das hochgeladen hat. Das wäre natürlich immer der Optimalfall, dass man ne, ihn da auch unterstützt, weil er hat sich bestimmt was dabei gedacht, dass das nur da hochgeladen hat und nicht irgendwo anders, weil es gibt ja natürlich dann auch Leute, die laden das dann da runter, laden es woanders auch hoch, wo es vielleicht noch ein bisschen anders verteilt wird, aber wie gesagt, macht, was der Mapper oder der Modder möchte, dann ist alles okay. Es ist meistens kein größerer Aufwand für euch. Ja, der Massey Ferguson hier, der ist nicht der Neue, aber wir sehen hier Krone Mähwerke, richtig. Da haben wir die guten Jungs. Wir können natürlich hier ganz normal reingehen, dass machen wir hier die Hilfe aus, weil da ist, glaube ich, die Bedienung einigermaßen klar. Man kann das hier an der Seite schön runterklappen. Die Krone, ne? Easycut-Beschriftungen sind alle da. Dann können wir das Ganze schön, wie gesagt, runterlassen. Ja, und ich darf hier natürlich jetzt nicht mähen, weil das Land mir nicht gehört. So simpel ist es. Aber ihr seht selber, unten Mähwerk ist angegangen. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Das gleiche haben wir natürlich hinten. Fahren wir ein Stückchen weiter zurück, sicherheitshalber. So. Auch da können wir das Ganze natürlich schön auseinanderfalten. Auch da seht ihr die Kronenbeschreibung. Ne? Und hier hinten seht ihr auch noch den Wellenanschluss. Also man könnte das vordere Schneidwerk auch mit dem hinteren Schneidwerk kombinieren. Auch das geht. Auch hier natürlich, ich lasse es mal runter. So, jetzt hat man die Sicht natürlich gerade jetzt nicht mehr. Da sieht man es und auch hier kann ich das Ganze anmachen. Ne? Aber hier natürlich erstmal ist hier geteert sozusagen und hier sieht man dann halt dementsprechend da nicht viel von. Ich habe das Ganze schon wieder ausgemacht, hochgefahren. Aber es ist halt ein normales Schneidwerk in Anführungsstrichen. So, gut, dann steigen wir hier eine Runde aus. Ja, die nächste Besonderheit ist gar keine große. Das ist das gute Joshkin-Fass, das Aquatrans. Das seht ihr selber auch so. Das ist auch bei den Tiermenü ganz normal drunter zu kriegen. Nämlich als Versorgung, um Wasser zu transportieren für die Tiere. Brauche ich nicht viel zu sagen, möchte ich auch nicht weiter viel zu sagen. Die Besonderheit an der Mod ist ganz einfach, dass es halt nicht nur Wasser, sondern in dem Fass auch Milch transportiert werden kann. Das heißt, wenn ihr jetzt eure eigenen Kühe habt, eigene Milch verkaufen wollt, könnt ihr, habt ihr jetzt auch gleichzeitig eine Kombination aus Wasser und Milchfass dann halt. Ne? Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Mehr macht die kleine Mod hier nicht. Sieht nicht viel anders aus wie, ich glaube gar nicht anders aus wie das Original, aber wie gesagt, da ist die Milchoption mit reingenommen worden, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass das so ist. So, jetzt haben wir nochmal zwei Mods hier stehen, nämlich einmal ist es dieser schöne, altwirkende, sieht man da nämlich auch, das altwirkende Fass hier, das ist für Treibstofftransport und man sieht, hier ist auch eine kleine Zapfanlage dran
und ne, auch die Pumpengeschichte dran. Das heißt, ich habe es selber in Feldversuchen noch nicht überall ausprobiert, muss ich zugestehen. Und es soll normalerweise auch sogar als Tankstelle funktionieren, so wie es aussieht. Aber da müssen wir dann dementsprechend mal gucken, das muss man dann mal ausprobieren, weil man sieht es auf der Map jetzt, glaube ich, nicht als Tanksymbol. Ne, sieht man nicht als Tanksymbol. Aber wie gesagt, sonst ist es natürlich ein Fass, um Treibstoff zu transportieren, sonst, ne? Aber wahrscheinlich auch, ja, auch fürs Tanken, sonst wäre die Zapfe an der Seite ja nicht dran. So, was haben wir noch Schönes? Ja, das gute Stück hier, das ist richtig. Der Chevy ist hier noch mit reingekommen. Schön mit einer Variante hinten flach, ne? Schön mit Befestigungsmöglichkeiten und da können wir auch immer ein oder zwei Paletten drauf mitnehmen. Also einen schönen kleinen schnellen Transporter. Besonderheit an dem ist, ich mache mal hinten das Treibstofffass ab, hat natürlich auch dementsprechenden Sound. Ne? Kann man also schön hiermit durch die Gegend fahren und loslegen. Ja, und das durch die Gegend fahren, das nutze ich mal gleich aus, indem ich einfach mal hier hinten anfange mit zum durch die Gegend fahren. Weil jetzt kommen wir nämlich zur eigentlichen Attraktion der ganzen Geschichte, wie ihr seht. Wir haben hier Gebäude stehen. Und zwar satt und schmutzig. Und auf diese Gebäude hier gehe ich mal gleich ein. Wir gehen noch einmal hier ein paar Meter weiter. Weil jetzt sind, kommen erstmal zwei Gebäude, das ist eine einzelne Mod. Dies hier dementsprechend ist eine Unterstellhalle. Da seht ihr selber, die passt sich nicht dem Terrain an. Das heißt, die könnt ihr auf eurem fertigen Betonpart so hinstellen. Hat so ein bisschen dreckig auswirkende Glasdurchsätze. Ne? Sieht halt aus wie eine schöne alte Halle. Ne? Genauso wie dieses hier, ein wunderbarer Holzunterstand, wie ihr hier seht. Der passt sich, glaube ich, auch nicht an, wenn ich mich täusche. Ich meine, ich hätte den extra auf eine Schräge gestellt. Ja, der passt sich auch nicht an. Und kann natürlich auch auf geraden Flächen hingestellt werden. Was natürlich prädestiniert ist, wenn man so wie auf der Betting oder so wie hier halt schon die Flächen dementsprechend vorbereitet hat. Die beiden sind als einzelne Mod zu finden und die sind auch sonst so zu finden. Dann gibt es eine Variante, das ist jetzt ein Hallenpaket. Die Besonderheit dabei sind die drei Gebäude, die ihr jetzt hier seht. Und mit denen fangen wir jetzt auch an. Erstmal sind diese schön ne, mit Bepflanzungsgeschichten, wie ihr hier seht. Und hier seht ihr auch schon die Besonderheit. Hier sind wunderbare Rolltore. So. Beleuchtung. Und richtig, es sind Werkstätten. Habt ihr natürlich sofort erkannt, ne? Die Rolltore gehen ganz normal auf und zu machen. Und in dem Fall hat das gute Stück hier noch drei Garagen neben, auch mit Beleuchtung und auch so eine extra Kleinhalle. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Das soll wahrscheinlich ein Fahrstuhl sein. Der aber, glaube ich, nicht funktioniert. Aber hier hat man noch ein Heubo. Also es ist halt optisch sehr schön gemacht. Man kann da halt tatsächlich überall hinlaufen und auch überall hier die Tore aufmachen. Das ist schon so eine bisschen größere Werkstatt. Natürlich auch noch mit drei Parkplatzmöglichkeiten sozusagen. Nächste kleine Halle hier. Auch hier Parkplatzmöglichkeiten, nämlich zwei Stück. Und wir haben auch hier wieder das Rolltor. Und das ist auch wieder eine Werkstatt drinne. Und das ist es in dem Sinne dann auch schon. Ne, sieht schön, wie das Rolltor hochfährt. Da ist auch die Werkstatt drin und mit einer Doppelgarage. Dadurch das Ganze ein bisschen kleiner. Hier haben wir jetzt kein Rolltor, sondern wer das Rolltor nicht mag, sondern lieber klassisch haben möchte, hat die Werkstatt hier schön einfach mit drei Unterstellmöglichkeiten nebeneinander. Natürlich dann hier auch mit Beleuchtung drinne. Ich habe das selber beleuchtet noch nicht gesehen. Das heißt, ich werde am Schluss hier noch einmal mit euch langlaufen und das werden uns das Ganze unter Licht angucken. So, gut, die beiden hatten wir schon gesehen, deswegen flitze ich hier jetzt mal dran vorbei. Und wir kommen jetzt zu einem ganzen Schwung Hallen. Und zwar diese ganzen Hallen, die ihr hier seht, die da noch jetzt kommen, die sind alle in dem einen Pack mit drin. Das heißt, das ist nur eine einzige Mod, erschreckenderweise. Hier seht ihr selber, nicht angeglichen, deswegen extra auf die Schräge gestellt, damit ihr es seht. Auch hier die Mauern gleichen sich nicht an, aber schöne Mauern, platzierbar. Man hat verschiedene Längen, seht ihr selber, zwei Längen und eine schöne Rundung, mit der ihr natürlich dann auch großzügig das Ganze dann einfassen könnt.
ist dementsprechend auch so als Mod normal zu finden. So, ja, dann haben wir hier die Varianten. Hier in dem Fall ist es jetzt die Dreier Garage als erstes, und zwar mit Beleuchtung und ohne die Werkstatt dementsprechend. Das ist Nummer 1. Hier haben wir das Ganze als Vierer Garage. Ich schmeiße einfach mal alle Tore auf hier. Und für die Leute, die das mit Rolltor mögen, halt mit Rolltor, aber auch ohne Werkstatt. Schöne ist, man kann aber trotzdem hier überall quer durchlaufen, und hier hat man auch, das ist einfach das Gebäude, das große, die große Werkstatt halt ohne die Werkstattfunktion drin. Ne? So, hier haben wir wieder mit ein bisschen Begrünung. Ne? Man sieht hier, so viele super Eingänge sind hier gar nicht, aber man hat hier eine etwas vorgezogene lange Garage dementsprechend für größeres Gerät, und hier hat man ein schönes breites Rolltor, um zwei unterzubringen. Ne? So sieht das aus. Und so haben wir halt die verschiedensten Varianten. Hier seht ihr, der Baustil sich ein bisschen ändert. Hier haben wir dann Tore vor und Rolltore. Ihr seht selber, hier sind jetzt 1, 2, 3, 4 Garagenplätze in der Form nebeneinander. Und hier die Rolltore, das ist eine Doppelgarage sozusagen mit zwei Rolltoren. Auch wenn ihr hier die Tür aufmacht, seht ihr, es ist im Prinzip eine große Halle. Ne? Aber halt, man hat überall die einzelnen Einfahrten für. Das Ganze gibt es natürlich jetzt auch hier in kleiner. Das heißt, hier hat man wieder ein Rolltor und hier an der Seite hat man zwei Türvarianten. Ne? Also auch je nachdem, wie man es hinstellen möchte, man findet hier zig Varianten. Ne? Oder auch hier Doppeltor, große Fläche und hier ganz hinten große Schiebetür. Also echt, wie man es möchte. Ne? Und hier geht es sogar nach oben und man hat hier, also die, es ist richtig komplett gebaut halt immer. Es ist also nicht nur einfach so hingedrückt sozusagen. Ne? Oder auch hier, das Ganze schön mit einer Möglichkeit, das draußen unterzuparken, schön begrünt an der Seite. Ne? Man hat hier seine Garage drinne. Und kann hier auch vielleicht noch ein paar Geräte abstellen oder sowas, wenn man möchte. Das ist dann, oder hier, das ist der nächste, ist einfach nur ein kleiner Unterstandholz. Hier seht ihr den nächsten kleinen Unterstandholz. Hier ist das Ganze ein bisschen größer und noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen als Unterstand. Hier haben wir dann auch wieder Unterstand. Hier wieder kleine Werkstatthalle. Allerdings ohne Tor offen. Hier hat man jetzt eine Achterhalle sozusagen. Hier hinten sogar mit Möglichkeiten, was einzulagern. Ich glaube nicht, dass das als offizielles Lager gilt, aber es ist halt dementsprechend so vorgesehen und vielleicht wird sowas irgendwann nochmal mit eingebaut. Und das dürfte hier noch die letzte Garage kommen. Ja, und dann haben wir den ganzen Spaß so. Also haufenweise Gebäude in zig verschiedenen Varianten. Also echt ne, für jeden was sozusagen. Da müsst ihr dann echt mal gucken, wer was möchte. Wenn euch die beiden, also die Halle dort hinten, die beiden und das neben den Mauern nicht interessiert, alles andere, die drei Werkstätten und alle anderen, die ihr seht, sind in einer einzigen Mod. Das heißt also, ihr habt eine hervorragende Auswahl an Gebäuden in einer einzigen Mod mit drin, ne? Ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, ob das Hofset heißt oder sowas in der Richtung. Müsst ihr dementsprechend einfach mal gucken, sollte dementsprechend aber zu finden sein. So, ja, das war's in dem Sinne schon. Ich dachte mir, eine ganze Menge Hallen, verschiedene Unterstellmöglichkeiten, ein paar schöne kleine Mods, da könnt ihr doch dementsprechend nur was mit anfangen. Sobald ich wieder eine schöne Karte dabei habe oder sowas, wird natürlich auch wieder eine Karte kommen. Sonst werde ich natürlich gucken, dass ich all mögliche Sachen hier auftauche. Ich hoffe, dass Giants dementsprechend dann irgendwann die ganzen Skriptgeschichte und sowas am Laufen kriegt, dass es dann auch da weitergeht. Aber da müssen wir halt mal gucken, wenn es soweit ist. Ja, aber das war's erstmal, würde ich sagen. Wie gesagt, drei Gebäudemods, ne? Transportmods, drei Stück und ein Mähwerk und noch einen schönen Pickup, den ich irgendwo da hinten geparkt habe. Ist doch alles dabei gewesen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich dann sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich super. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.